Die Revitalisierung des Teilstück vom Werdenberger Binnenkanal, hier von der Aarebuchs, wo wir jetzt stehen, bis abends zum Ochsensand, über 2,1 Kilometer, diese Revitalisierung ist jetzt abgeschlossen. Der Kanal, zuerst 7 Meter breit, wie ihr auch seht, ist jetzt auf dieser Strecke bis 130 Meter breit. Und man hat sich gefreut, der Marc Mächel, der Regierungsrat, und der Beat Dinner, Präsident vom Werdenberger Binnenkanal Unternehmen. Und mit ihm 250 Gäste aus allen Werdenberger Gemeinden. Wir haben stolz auf das Projekt. Und wir sind ein bisschen in die Höhe. Und wir wollen schauen, wie sieht es denn hier von oben aus. Aber es ist natürlich nicht nur der Blick von oben, der fasziniert. Man muss auch runtergehen. Und wenn man unten steht bei dem Wasser, man hat das Gefühl, wenn man vorher öppen mal im Kanal gestanden ist, das Wasser fließt anders. Es ist lebendiger. Es fließt irgendwie anders. Und es interessiert einem natürlich, ob man die Fische, die hier rausgefischt und hier wieder eingesetzt worden sind, ob man die Fische noch sieht. Und dann haben wir noch mal ein bisschen in die Weite geschaut. Also von der Aare bis hier zum Ochsensand runter geht das ganze Projekt 2,1 Kilometer. Die 2,1 Kilometer die kann man ablaufen. Man kann so mit dem Velo abfahren. Und wenn man natürlich aber läuft, sieht man auch einiges mehr hier im Unterholz. Und das ist sehr interessant. Wie gesagt, der Kanal ist nicht mehr 7 Meter breit, sondern eben zum Teil bis 130 Meter. Und es hat unglaublich viel Natur, die man vorher gar nicht so geachtet hat. Vielleicht auch darum, weil man jetzt eben runter kann und eben auch unten das kann beobachten kann. Der Flusslauf, das Wasser, wie es jetzt fließt. Ich sage es nochmal, es ist einfach irgendwie lebendiger, es ist anders. Und mich hat es interessiert, die Fische, die man vorher mühselig aus den alten Verläufen rausgefischt hat, sind die Fische jetzt hier wieder drin? Haben sie sich können ansiedeln? Haben sie können Fuss fassen? Ist immer eine schwierige Geschichte. Ich bin mit den Vertretern vom Fischereiverein hier unten und habe eingelügelt und geschaut und dann auf einmal hat der Christian etwas festgestellt. Was siehst du, ein Fisch? Das geht einfacher. Ne? Also darfst du doch keinen Fisch drin haben, Wohl, schon Fisch. Aber warum darf man nicht fischen? Ja, weil wir jetzt die nächsten 3 Jahre zugetan haben, dass sich die Ökologie anpassen kann. Wir haben ja nach dem Abfischen im Januar haben wir ja das Teil noch eingeimpft. Wir haben also vom alten Bachlauf, vor aufgeschüttet worden ist, haben wir noch den Kiesgrund abgetragen und haben den auf dem neuen Projekt eingebracht, dass es schon anfangen, kleine Lebewesen drin hat. Und das muss sich jetzt ein bisschen anpassen und die Fische sollen da auch ein bisschen einziehen. Und darum haben wir jetzt das 3 Jahre gespielt. Das hat die Mitgliederversammlung auch einstimmig angenommen. Ist das gut verstanden gegangen? Wäre ein bisschen ideal zum Fischen eigentlich, oder? Natürlich wäre es ideal zum Fischen. Man sieht hier Fische, es hat hier drei. Aber es ist jetzt, wir haben das eigentlich im Verein drin, dass wenn jetzt das neu revitalisiert ist, dass wir die nächsten 3 Jahre nicht fischen. Damit sich das anpassen kann, dass die Böschungen und alles verwachsen kann. Und so viel Geduld muss man einfach haben. Weil wir wollen nach diesen 3 Jahren werden wir eine Bestandsabfische machen, um zu schauen, was ist wirklich rum und wie hat sich die ganze Sache entwickelt. Hat man denn jetzt hier Lebewesen Fisch verloren? Weißt, wir haben ja gefilmt beim Abfischen. Wir haben gesehen, dass die Leute haben ja angestrengt. Aber sind so Fisch verloren gegangen? Ja, es hat, das Problem war, dass sie halt permanent aufgezogen sind. Oder? Die sind dann wieder während der Bauzeit gleich wieder rein, unten dran, wo das Wasser zurückgestaut ist, wo der Neue und der Alte zusammengekommen sind. Aber verloren kann man nicht sagen. Man hat es halt vorher wieder durch abgetrieben mit der Bauzeit, dass man oben angefangen hat auffüllen. Oder? Aber gell, ist, so Fisch ist ja ein gottvergessene Gefetterlet. Ich als Laie denke, manchmal stehst du in Ewigkeit, dann musst du schauen, dass Fisch selber, also musst du selber schauen, dass die Fische dahinter sind. Also es braucht schon wirklich einen ungeheuren Einsatz, nicht? Ja, es braucht Einsatz und Geduld. Es ist halt auch eine Geduldsache. Oder? Heute kannst du nur einen Bach zu uns tun und sagen, juhu, ich habe am Abend meine 6 Fische gefangen oder ich gehe jetzt fischen und am Abend habe ich die Nacht. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Oder? Das hat damit zu tun, dass du den Regenbogen nur kannst besitzen kannst, so viele Jahre jetzt schon, und dass die Gewässer sich auch verändert haben. Oder? Jetzt die Fließgeschwindigkeit ist ja inzwischen auch ein bisschen eine andere, nehme ich an. Hat das Einfluss? Es hat sicher Einfluss und dadurch, dass wir jetzt hier ein neues Stück haben, da haben wir jetzt recht viele tiefe Löcher. Und, es ist wilder, es ist raucher, hat viel mehr Unterstand. Und wir versprechen uns schon, dass wir da vielleicht irgendwie die Möglichkeit haben, dass wir die Bachforelle langfristig da behalten kann auf diesem Stück. Oder? Sie wird oben nur nicht gehen, weil es dort einiges wärmer ist. Und unten ist es sehr zu monoton, da bleibt der Bachforelle nicht. Aber auf diesem Stück haben wir jetzt noch Hoffnung, dass wir sie hier zum Bleiben kann überreden mit dem Stück.
Eben, die Natur muss eben halt hier so intakt sein, dass eben die Forellen dort Fuß fassen können. Der eine Mai singt, es gibt keine Maikäfer mehr. Also, wenn es den neuesten Nummer gibt, dann sind wir eigentlich auch selber schuld, oder? Ja, natürlich. Und man muss natürlich auch sehen, über all die Jahre war das immer das Nonplusultra, dass das Wasser schnell abfließen kann. Aber man hat ein bisschen das vergessen, was in den Gewässern rumschwimmt, oder? Und ich sage, wenn wir jetzt das jetzt anschauen, ist ja das mehr als, das ist ein wunderschönes Projekt geworden. Es sieht sensationell aus und ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, was haben wir für einen Zeich gemacht oder warum haben wir so viel Geld ausgegeben. Weil es ist ja auch Fakt, wenn es nicht in dieser Region ausgegeben worden wäre vom Bund und Kanton, wäre es ein anderer gewesen. Und solange die Wertschöpfung im Werdenberg bleibt und mit den Bauunternehmen, mit den Ingenieuren und so, hat es sicher auch noch mehr Gewinne gegeben als nur die Fischer. Also das denkt man auch. Also wir sind wahrscheinlich Gewinner. Wenn man so sieht, was die Leute da spazieren gehen, mit den Booten und ziehen, baden gehen und so weiter. Also es hat Gewinne für alle. Aber nichtsdestotrotz heisst, man muss wirklich auch Verständnis haben eben für die Fischer, die ja wirklich hegen und pflegen, was in der Natur eigentlich anzutreffen sein sollte. Ja, natürlich. Und wir haben jetzt gerade auch wieder eine Phase, wo es halt unheimlich zeitintensiv ist, das Ganze auch für die technische Gruppe, die wir haben. Wir haben sehr viele Geschiebsammler, wo der Unterhalt nur sehr schlecht oder dürftig gemacht wird. Oder wo sie sagen, wir dann den auspacken und dann sieht er zwei Jahre immer noch voll aus. Und wenn du dort Fisch drin hast, bei diesen Temperaturen, dann bist du die im Süden, oder? Und dann musst du wieder ausrücken, musst du die wieder abfischen. Und wenn es so lange warm ist, dann sind wir eigentlich immer auf Weg. Wenn wir jetzt mal eine Netto-Netto-Rechnung machen würden, Kriegel, also was setzt du an Arbeit ein, was holst du im Schuss raus? Also, gell? Ja, du lächelst schon, also der Einsatz ist wesentlich mehr. He? Also ich habe mich gefragt, was ich rausholen. Vom Einsatz her, ich muss ja jetzt schon für den Kanton springen, oder? Weil man muss auch sagen, für den Kanton St. Gallen mit vier Aufsehern und einer davon ist in der Aufzuchtanlage, die sie jetzt neu gebaut haben, die 12 Millionen kostet. Weil ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, weil es ist einfach nicht machbar, weil die haben ja die Aufgabe, dass sie Baustellen besichtigen, dass sie schauen bei Grundwasserabsenkungen und so Sachen und gleichzeitig auch für die Fischerei. Das ist fast nicht möglich für vier Leute und ich bin jetzt nur für einen Kanton, springe ich eigentlich im Jahr 80 Stunden rum, wo sie sagen, kannst du nicht gehen und dort habe ich eigentlich gar nichts. Das mache ich einfach, weil ich will, dass der Fischereiverein Werdenberg gute Gewässer hat und dass nicht ein Seich passiert mit Beton einleiten und so Sachen. Oder? Und da für einen Verein, das kannst du gar nicht zählen, weil gleichzeitig bin ich auch noch in der Aufzuchtanlage und Vorstand. Aber das soll auch so sein, das braucht so. Das Engagement ist dir natürlich in die Wiege gelegt worden, gell, schon von den Eltern her. Also das hat, man hat sich immer für etwas eingesetzt und nicht immer danach gefragt, gibt es so Geld. Jetzt bist du der Rechsler, Schreiner, du bist doch ein cleverer Kerl. Aber lassen denn die gescheiten Leute, weißt du, die Ingenieure, die Leute vom Kanton, wenn du jetzt sagst, lassen sie auf dich denn? Ja, ich sage vielleicht nicht gerade zuerst mal, es geht vielleicht ein bisschen eine Weile, oder? Also, wir haben sehr viele Beispiele gehabt, da haben sie sehr gut gelassen, da haben sie am offenen Gewässer anfangen umbetonieren und machen und da hat man den Vorschlag gemacht, dass sie den Seeflerbach umleiten während der Bauzeit, dass sie am Druck noch arbeiten kann. Manchmal ist halt das Einfache nicht immer das Nächste, oder? Aber es funktioniert, dann fangen viel besser als vorher, sage ich. Der Fischereifrei ist insofern also schon wichtig, oder? Ja, ich sage schon, für Werdenberg sicher. Und es ist ja das Gesellige und wir haben auch eine unheimliche Anzahl Mitglieder. Und die sollen auch geniessen können zu fischen. Von daher hat man ja den Vorstand und die Leute, die freiwillig arbeiten, dass die auch zu dem schauen. Und auch für Gemeinden sind wir eigentlich sehr wichtig, weil es ist manchmal viel ringer, wenn Gemeinden schnell ein Telefon dann und wir vielleicht Möglichkeiten, das schneller zu regeln, als wenn sie mal warten, bis der Kanton Zeit hat. Oder? Weil, wie gesagt, bei dieser Besetzung, die die haben, würden sie nicht jeden Tag ins Werdenberg fahren, wenn sie sonst überall dran sind. Also ich will mich im Namen des ganzen Fischereivereins einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bei diesem Projekt bedanken. Dass es toll geworden ist, das sehen wir. Und ich hoffe, das bleibt so und dass wir auch weiterhin das geniessen können und dass das eine tolle Sache bleibt. Danke vielmals allen Beteiligten. Bist jetzt du eigentlich, weißt, eine Präsidentin oder auch eine angefressene Fischerin? Ich bin Präsidentin. Ich hebe die Pferde ein bisschen zusammen in diesem Verein. Ich habe ein ganz tolles Team.
im Rücken, die wunderbar arbeitet. Und es ist ein Miteinander und da, auf das bin ich ganz stolz. Geduld hast du auch. Also, weißt, Fliegenfischen könnte man jetzt so. Hm, wäre doch etwas für dich. Ja, ja? Nein, das ist nicht, Geduld ist nicht mein Thema. Habe ich fast gedacht. Gell? Und auch braucht, wenn man ganz ehrlich ist, eine riesige Geduld. Gell? Ja, genau. Und das ist nicht eben so mein Thema. Ja, und einfach ein Tipp für euch daheim. Also, wenn ihr wirklich wieder Geduld beweisen und lösen, dann einfach ein Reihpatent. Da steht das ganze Jahr raus, zahlen ganz wenig und holen vielleicht zwei Fische raus, wenn es hochkommt, oder nicht? Ihr geht gescheiter an den Werderberger Binnenkanal oder am Voralpsee fischen und löst bei uns ein Patent. Das stimmt. Und im Voralpsee kann man sich ein Tagespatent lösen, gell? Genau, und am WBK auch. Allerdings jetzt in dieser revitalisierten Strecke nicht. Aber sonst oben und Richtung Seenwald runter, dort kann man fischen mit Tageskarten. Einfach auf diesen 2,2 Kilometer jetzt hier bei der Aare, wo wir auch von Simpis runter zum Ochsensand, zu dieser Brücke, dort kann man nicht fischen. Aber der Rest ist eigentlich dann, wenn man sich auch ordentlich verhält, kundig ist, was Fisch betrifft und auch zahlt, ist frei, oder? Genau, das ist so. Irgendwann kann man da dann sicher auch fischen, aber im Moment muss man mit den Augen fischen. Und das Fischen mit den Augen, das ist interessant. Vor allem, wenn man unten steht, ins Glitzern vom Wasser einschaut, die Landschaft hier geniesst, über Stock und Stein läuft, über Baumstämme übersteigt und sich bewusst ist, was die Natur doch eigentlich alles für schöne Sachen anbietet. Mit dem Velo ist man natürlich schneller von der Aare, Buchs, dann im Ochsensand unten und dann kann man sich vielleicht hier auch schneller einen Platz auslesen, wo man dann möchte. Aber go, es ist eine Oase für alle. Jeder nach seinem Gusto. Der Kurt, den ich gefragt habe, ob man da filmen darf, der ist hier eingegangen. Er wohnt schon lange zu Buchs. Aber das habe ich gemerkt, das geniesst er, diese Landschaft. Er hat mir gesagt, wie in Kurdistan. Also diese Oase, das Geniessen von der Natur, also das ist wirklich etwas ganz Spezielles, das müsst ihr erleben. Es scheint mir relativ ungefährlich zu sein, allerdings bei Kindern muss man natürlich aufpassen. Aber genau diese Oase, Natur geniessen, genau das ist etwas, was man hier wollte schaffen auf diesen 2,1 Kilometer. Der Heini Senn von der Ortsgemeinde. Ja, es bedeutet, dass wir hier in der Region ein weiteres wunderschönes Naherholungsgebiet haben, das die Leute hoffentlich gehen und nutzen. Wir von der Ortsgemeinde sind dem Projekt immer sehr, sehr positiv gegenübergestanden. Wir finden, die Leute sollen in die Natur, die Leute sollen auf die Alpen, sollen in den Wald und jetzt sollen noch das neu geschaffene Kleinod geniessen können. Die Eröffnung mit 250 Leuten hat grosses Interesse gezeigt. Übrigens, Vertreterinnen und Vertreter von allen Werderberger Gemeinden sind hier dabei gewesen. Es ist wirklich etwas Wunderschönes. Ihr müsst selber vorbeigehen. Die Bilder setzen nie das, was ihr hier selber könnt sehen und erleben und fühlen, wenn ihr da seid. Das Glitzern vom Wasser, das in die Augen sticht, der Wind, der durch Tor durchstricht, auch die vielen Leute, die euch hier begegnen. Wir haben speziell darauf geschaut, dass man eben nicht viele Leute begegnet, weil es ist immer ja heikel, wie viele Leute darf man filmen und welche darf man nicht filmen. Hier laufen auf der Strasse entlang eben Richtung Ochsensand. Und da kommt mir eine ehemalige Kollegin entgegen, die wir früher einmal Fangis gespielt haben in der Nachbarschaft und die darf ich filmen. Ja, geniessen die Bilder und währenddem wir das anschauen, sage ich vielleicht noch etwas zum Projekt. Also die Gesamtlänge ist, wie gesagt, 2150 Meter. Und die Grimbreite, die erstreckt sich von 7 bis 130 Meter. Früher war es einfach nur gerade 7 Meter gewesen. Ihr seht es natürlich, das sind natürlich viel grössere Breiten. Der Hund kann ja schwimmen, fast bis da irgendwie nach Buchsentagen Strasse durch. Und dann hat man natürlich da unglaublich viel müssen bauen, damit das überhaupt möglich war. Also 170'000 Kubikmeter hat man da ausgehoben mit Bagger. In einer unglaublich kurzen Bauzeit von 7 Monaten. Niemand hat es geglaubt. Der Regierungsrat Marc Mächler war noch skeptisch gewesen, damals beim Spatenstich. Heute hat er sich aber natürlich ganz klar überzeugen lassen von dieser absolut superschnellen Bauzeit. Und er hat sich davon geredet, dass das Projekt ein Katalysator sein könnte für künftige Projekte, kantonale natürlich. Und der Beatiner ist überzeugt, der Marc Mächler ist nicht das letzte Mal hier in der Region gewesen. Der Werderberger Binnenkanal ist ja wirklich ganz ein wichtiges Werk. Er hat das Hochwasser und die Versumpfung der Felder und der Dörfer rundherum verhindert. Und darum ist es natürlich extrem wichtig, dass man den Binnenkanal eben auch pflegt. Naturkonform pflegt, das hat man hier jetzt eben gemacht. Man scheint die Zeit ist reif, dass man etwas eben auch naturkonform
machen kann. Freude erst einmal mindestens am Werderberg. Und eins ist sicher, der Kanal, der wird sicher auch noch weiter gepflegt werden. Auch im weiteren Verlauf wird man den naturkonform revitalisieren. Übrigens, 8'000 Fahrten sind tätigt worden innerhalb dieser Baustelle. Dann 4'000 Tonnen Stein eingebaut worden. 12'700 Sträucher hat man hier eingepflanzt und Bäume. Und sogar die ganze Bausumme um 1 Million, nämlich statt 6 auf 5 Millionen unterschritten. Der Daniel Gut ist begeistert. Ja, Wasser ist wahnsinnig wichtig für die Leute. Nicht nur, wenn es heiß ist, wie jetzt zum Trinken, sondern auch, um sich drin aufhalten, am Rand aufhalten. Es kühlt auch, man merkt es jetzt hier. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm jetzt hier. Und viele, viele Städte haben Wasser. Genf hat den Leman, Zürich hat den Zürichsee. Wir haben mit Grabs zusammen den Werdenberger See. Und irgendwo ist einfach die Grössenordnung zwischen dem Werdenberger See und der dynamischen Entwicklung, die wir hier in der Region haben, stimmt nicht mehr. Darum ist es wichtig, dass man neben den stehenden Gewässern eben auch die fließenden Gewässer, Bächflüsse, in unsere Überlegungen können einbeziehen können. Darum ist der Rhein für uns sicher ganz ein wichtiges Naherholungsgebiet. Dort haben aber viele noch ein bisschen Angst von früher her, es könnte auch noch gefährlich sein oder so. Dann haben wir in der Siedlung selber mit dem Wettibach ja gerade kürzlich ganz eine schöne Renaturierung, die auch eine Oase in der Siedlung ist, können, eröffnen und den Leuten übergeben. Und da ist jetzt noch eine ganz andere Grössenordnung. Ein Naherholungsgebiet, das dank der Ortsgemeinde, die da wirklich sehr viel Boden zur Verfügung gestellt hat, hat können realisiert werden. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das wird etwas sein, wo die Leute sicher sich sehr, sehr gerne auch werden aufhalten. Bäume, Steine, Sand, zum Spielen, Wasser, das sind Sachen, die zu einer guten Entwicklung beitragen, die sicher im digitalen Zeitalter immer stärker an Bedeutung gewinnen werden. Also von dem her, wir sind von den Bürgerinnen und Bürgern, vom Stadtrat her, äußerst dankbar, dass das ermöglicht werden konnte. Wir schauen es nicht als selbstverständlich an, sondern wirklich als eine Leistung. Und bedanken uns ganz herzlich dafür.